Ich möchte dir heute zeigen, wie du einen Rundpassenpulli berechnest. Ein Rundpassenpulli ist oben rund und hat oben eben diese Rundpasse, die ich jetzt hier nicht ganz ins Bild kriege, die den kompletten oberen Teil deines Pullis ausmacht. So, der Pulli kann natürlich, das hier ist mein Poison Ivy, der ist mit Löchern gemacht und du siehst hier ein Strukturlochmuster. Das kann aber auch, wie zum Beispiel, was ich dir hier einblende, was anderes sein. Sowas wie das Silky Summer Night oder auch der Dahlia ist eine Rundpasse mit Löchern. Die Rundpasse kann natürlich aber auch hier ein sehr, sehr schönes Fair-Isle-Muster oder auch ein Mosaikmuster beinhalten. Das geht alles. Wie man hier schön sieht, deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, besteht ein Musterstück, das ist ein Musterstück, das hier, besteht quasi aus einem immer breiter werdenden Keil. Und diese Rundpasse setzt sich zusammen aus mehreren Keilen, die so angesetzt sind, dass das Ding rund wird. Und wie man das berechnet und wie man das anschlägt und natürlich auch strickt, das zeige ich dir jetzt. Für deine Rundpasse. Zum Berechnen brauchst du natürlich erstmal Zettel und Stift. Und dann brauchst du deine Maschenprobe. Ich habe jetzt hier exemplarisch für die Maschenprobe mal ein Patch aus unserer Tu dir was Gutes Reihe genommen. Das ist, wie du siehst, weil es hier noch ein bisschen beult, noch komplett ungewaschen. Deine Maschenprobe muss auf jeden Fall gewaschen und gedämpft oder gespannt sein. Also so, wie du hinterher deinen Pulli behandelst. Weil, ich nehme mal hier die zusammengenähten Patches zusammen. Der Stern hier ist gewaschen und gedämpft ist der in dem Fall, hat genau die gleiche Reihenzahl, Maschenzahl wie unsere Sonnenblume. Und wenn wir das jetzt mal hier drauflegen, dann siehst du, was passiert. Zum einen ist mein Sonnenblümchen, wenn ich das hier drauflege, ist es breiter. Wenn ich dir das mal hier umklappe, dann siehst du, dass es ziemlich genau eine Masche breiter ist. Was aber viel eklatanter ist, wenn ich das hier oben bündig anlege, dann siehst du, das ist viel länger geworden, das Blaue. Das heißt, dieses Garn zieht sich eher in die Länge und wird dadurch natürlich schmaler. Irgendwo muss das ja hin. So, wenn du das jetzt ungewaschen gemessen hättest, dann wäre hier eine Masche zu viel gewesen. Diese Masche kann gerade bei einer Rundpasse eine ganze Kleidergröße ausmachen. Also von daher bitte, bitte unbedingt waschen. Wenn ihr einen Fair-Isle-Pulli macht oder einen Mosaikpulli mit einer Mosaikpasse, dann müsst ihr die Maschenprobe direkt im Muster machen, denn damit wird das berechnet. Wie ihr Maschenproben ausrechnet, findet ihr hier im Kanal und wie die ausgezählt werden. Das jetzt nur mal als kurzer Ausblick. Wir brauchen unsere Maschenprobe. So, und jetzt erstmal zum Prinzip der Rundpasse. Ich gehe mal ein Stückchen ran. Eine Rundpasse ist im Gegensatz zum Raglan natürlich rund. Die Rundpasse ist, wenn wir von oben drauf gucken, ist das ein Kreis. Der Raglan, ich zeichne euch nochmal den Raglan im Vergleich dazu auf. Der Raglan ist ja von oben ein Rechteck. Da ist hier der Halsausschnitt. Und dann habt ihr hier diese vier Raglan-Linien. Und das ist das Vorderteil, das ist das Rückenteil und das ist der Arm und das ist der andere Arm. Und das ist natürlich der Halsausschnitt hier. Und hier nehmt ihr an diesen vier Stellen zu. Das sind eure Zunahmen. Das nochmal kurz als Ausblick zum Raglan. Und wenn ihr den Raglan dann habt, sieht der dann natürlich am Ende so. So sieht der aus, wenn wir den dann gestrickt haben, hier mit den Ärmeln. Und dann ist hier natürlich euer Ausschnitt, je nachdem, wie ihr den Ausschnitt macht. Aber das sind diese vier Linien, die sich dann unten zeigen. Bei der Rundpasse ist es anders. Das Ding ist komplett rund. Und wir haben hier in der Mitte natürlich das Halsloch, das ist dann auch rund. Wohingegen das beim Raglan, je nachdem, wie ich das dann stricke, hier kann ich auch einen V-Ausschnitt reinstricken. Das kann ich hier nicht. Der hier ist immer rund und das ist immer ein runder Ausschnitt. Damit das Ding rund wird, brauchen wir hier mehr als vier Zunahmestellen. Hier haben wir vier Zunahmestellen und bei der Rundpasse brauchen wir mehr als vier. Und die Rechnung ist, je mehr Zunahmen ihr habt, je mehr Zunahmestellen ihr habt, desto runder wird das Ding. Also im einfachsten Fall wären das natürlich hier vier. Dann hättet ihr aber vier Ecken
Und diese vier Ecken würden natürlich wieder dazu führen, dass das Ding hier viereckig wird. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen es rund. Das heißt, wir müssen mindestens, im Mindestfall, müssen wir 6 machen. Das würde dann so aussehen. 6 wird auch schon rund. Hier wäre dann der Halsausschnitt. Oder man macht 8. Oder natürlich eben, je nachdem, man kann halt auch 12 machen. Dann würde dieser Bereich hier nochmal geteilt werden. Jeweils. Man kann auch 16 machen. Das geht alles. Ja, also ihr könnt hier so viele Zunahmestellen wie ihr machen, wie ihr wollt, aber zum einen mehr als 4, also mindestens 6 mal zunehmen, also 6 Zunahmestellen. 8 sind toll, ja. 8 sind schon toll. Wenn ihr 8 macht, haben wir, ich zeichne euch das nochmal auf, wenn ihr 8 macht, haben wir hier relativ große Keile. Ja, also hier in 8 Keilen kriegt ihr relativ viel Muster unter. Die meisten Rundpassen, die ihr im Fair-Isle-Bereich findet, Fair-Isle, sind in der Regel 16 bis 18 Stellen. Ja, also das sind 16 bis 18 solcher Keile. Bei unserem Poison Ivy beispielsweise haben wir, das können wir mal auszählen, 1, 2, 3, 14, 15, 16 Zunahmestellen. Also, und ihr seht, der ist halt schön homogen und schön rund. So. 16 Zunahmestellen sind nämlich toll, das wird schön rund. Und vor allen Dingen kriegt man das auch gut aufgeteilt. Ihr müsst natürlich, ihr habt eure Maschenprobe jetzt, ihr legt euch mal fest, wie viele Zunahmestellen ihr haben wollt. Ja, also wie gesagt, je mehr, desto besser. Sagen wir mal beispielsweise 12 bis 16. So, dann macht ihr Folgendes. Der Ausschnitt bei so einer Rundpasse ist immer relativ eng anliegend. Ihr könnt aber hier natürlich bei der Rundpasse, ach, das habe ich euch noch gar nicht hingezeichnet, wenn wir die Rundpasse nachher haben, ne, sieht die Rundpasse so aus. Hier ist der Pulli. Hier ist natürlich die Rundpasse. Da geht der Ärmel weiter und hier habt ihr dann die Zunahmestellen. So. Der Vorteil von der Rundpasse ist ähnlich wie beim Raglan, das Ding passt immer, ne? Also ihr müsst jetzt hier, ihr könnt immer so weit stricken von oben runter, bis euch das passt. Und ihr könnt vor allen Dingen, könnt ihr immer zwischendurch anprobieren. Und da das hier keine Ärmel, keine eingesetzten Ärmelnaht hat, passt das Ding immer, ja? Also das wird niemals mit der Schulternaht verrutschen, weil es halt einfach keinen eingesetzten Ärmel gibt, der hier eine Schulternaht voraussetzt. Das ist schon mal der Vorteil. Also 16 bis 12 schreiben wir hier nochmal hin. Zunahmestellen. Stellen. So. Jetzt brauchen wir natürlich diesen Ausschnitt. Dieser Ausschnitt ist immer rund. Das heißt, wenn der groß ist, wird so ein Carmen-ähnlicher Ausschnitt. Je enger der ist, desto enger ist der natürlich am Hals, wie zum Beispiel bei so einem Lopi oder so einem typischen Fair-Isle-Rundpassen-Pulli. Dann ist der Ausschnitt hier in der Regel 50-55 cm breit oder kleiner. Dann muss der aber dehnbar gemacht werden. Oder ihr müsst hinten eine kleine Öffnung reinmachen, wenn der nur 40 cm ist, weil ihr den sonst nicht über den Kopf kriegt, denn Kopfumfang sind immer so 55, 56 cm. Das muss also einmal über den Kopf gehen. Ich mache euch ein einfaches Rechenbeispiel. Sagen wir, wir haben 20 Maschen mal 10 Reihen gleich 10 mal 10 cm. Dann haben wir bei 50 cm Halsumfang, 50 cm Hals, 50, natürlich nicht nur 5, 50 cm Hals, gehen wir ein Stück ran. Bei 50 cm Hals müssen wir also rechnen, 10 cm sind es ja, hier kann die 0 weg, 5 mal 20, 5 mal 20. Gleich 100 Maschen, die ihr anschlagen müsst.
Warum 5 mal 20? Weil das hier 10 cm sind. Das heißt, 50 geteilt durch 10 mal 20 gleich Hals. Geteilt durch 10 ist immer einfach, da versetzt ihr nur das Komma um 1 nach links. So, wenn es hier 54 wären, wären es hier 5,4. Das heißt, wir haben 100 Maschen für den Hals. So, jetzt nehmen wir mal die Seite raus. Die legen wir uns mal daneben. 100 Maschen für den Hals. Und diese 100 Maschen wollen wir uns natürlich nun aufteilen in 12 bis 16 Teiler. Nehmt immer eine gerade Zahl. Also nehmt jetzt nicht 15 Teiler zum Beispiel oder 13, sondern nehmt immer eine gerade Zahl. So, jetzt werfen wir mal den guten Taschenrechner an. Ja, da haben wir schon mal ausgerechnet. Also 100 geteilt durch 12 gleich 100 durch 12 gleich 8,3 Periode. Dann rechnen wir mal noch 100 geteilt durch 14 gleich 7,1. Durch 14 schreiben wir mal hier 7,1. Und 100 durch 16 gleich 6,25. Gleich 6,25. Wenn wir hier ausrechnen mal 12, also den hier weglassen jeweils, mal 12, mal 14, mal 16, können wir noch ausrechnen, wie weit wir von 100 weg sind. Das heißt, 12 mal 8 gleich 96 werden das hier. 7 mal 14 gleich, hier werden es 98. Und 6 mal 16 sind gleich, oh Wunder, auch 96. So, das heißt, um eine komplette Maschenzahl zu haben, haben wir jetzt entweder 96 oder 98 Maschen, die wir anschlagen können. Diese vier Maschen, die kann ich verschmerzen. Ja? Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, ob ich 12, 14 oder 16 Teiler haben möchte. Das musst du dir jetzt überlegen. Das kannst du dir noch festlegen. Das hängt auch ein bisschen von deinem Muster ab, was du machen möchtest. Auf jeden Fall brauchst du dann natürlich entsprechend 16, 14 oder 12 Maschenmarkierer. Und dann schlägst du sofort deine 96 oder 98 Maschen an und markierst dir jede 8., 7. oder 6. Masche. Je nachdem, für wie viele Teiler du dich entschieden hast. Ja? Und dann geht's weiter. Sagen wir mal, wir haben uns hier für die 16 entschieden. Das heißt, ich schlage 96 Maschen an und habe dann 16 Stellen markiert. Das sieht von der Draufsicht her, sieht das so aus. Oh, jetzt war ich natürlich ordentlich schräg. Das sind 4, das sind 8, das sind so 16. Die habe ich mir jetzt hier alle markiert und die habe ich hier. Damit ich ausrechne, wie viel Zunahmen und wann ich zunehmen muss, ich muss natürlich hier immer beidseitig meiner Zunahmelinien zunehmen. Um auszurechnen, wie oft ich zunehme, also in jeder wievielten Reihe, gibt es auch eine ganz einfache Formel, die heißt Anzahl der Zunahmestellen geteilt durch 2 gleich Anzahl Reihen, in denen ich zunehme. Das heißt, ich habe 16 Zunahmestellen geteilt durch 2. 16 geteilt durch 2 gleich 8. Entspricht in jeder 8. Reihe wird zugenommen. Wenn ich 98 Maschen angeschlagen hätte
und 14 Zunahmestellen gehabt hätte, dann würde ich in jeder siebten Reihe zunehmen. Hätte ich 96 angeschlagen und mit 12 Zunahmestellen gerechnet, würde ich in jeder sechsten Reihe zunehmen. Klar, wir haben weniger Zunahmestellen und müssen häufiger zunehmen. Je mehr Zunahmestellen wir haben, desto seltener müssen wir zunehmen, sonst würde das zu schnell breit werden. Ganz nebenbei funktioniert das natürlich hier auch mit dem Raglan. Wir haben 4 Zunahmestellen und nehmen in jeder zweiten Reihe zu. 4 geteilt durch 2 ist 2. Das funktioniert also immer, dieses Prinzip. Egal wie viele Zunahmestellen ich anwende, immer Anzahl der Zunahmestellen geteilt durch 2 gleich Anzahl der Runden zu den Zunahmen. Also hier in jeder achten Runde zugenommen. So, und das ist auch schon alles, um eine Rundpasse zu stricken und zu berechnen. Das heißt, ihr rechnet zuerst, ich zeichne es hier nochmal hin, erstens Maschenprobe. Zweitens Halsumfang, Fang berechnen. Drittens Zunahmestellen. Berechnen. Maschenprobe haben wir gemacht. Die war hier, wo haben wir sie gehabt? 20 Maschen mal 10 rein. Das heißt, ne, auch 50 cm Halsausschnitt, damit könnt ihr übrigens immer relativ gut rechnen. Sind das 100 Maschen und dann 12, 14 oder 16 Zunahmen sind entweder 96 oder 98. Anschlagen, dann viertens Maschen anschlagen gehen und stricken. Und dann könnt ihr direkt losstricken. So, fünftens, ich schreibe mal hier hin, fünftens Muster. Jetzt kann man in so einer Rundpasse natürlich wunderbar ein Muster reinbringen. Dieses Muster könnt ihr euch aus einem Buch suchen. Dieses Muster könnt ihr natürlich aus einem fertigen Pulli nehmen. Ihr könnt natürlich die Rundpasse auch einfach nur rechts und in Streifen stricken. Dann braucht ihr kein Muster, dann braucht ihr nur eure Zunahmestellen. Wenn ihr jetzt ein Muster machen wollt, dann ist das auch gar nicht so schwer. Wir wissen ja hier, dass wir 6 Maschen haben in einem Sechzehntel. Das heißt, ich mache mir hier selber eine Musterschrift. In der habe ich 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maschen für den Anfang. Wenn wir sagen, wir machen ein Lochmuster oder ein Mosaikmuster, müssen wir nur jede zweite Reihe zeichnen. Macht ihr ein Fair-Eil-Muster, müsst ihr jede Reihe zeichnen. Das heißt, wir haben hier 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 und so weiter. So, und jetzt könnt ihr euch das hinzeichnen. Wir nehmen in jeder achten Reihe zu. Das heißt, hier natürlich in der Hinreihe, das wäre die siebte, hier 1, 2, 3, 4, da wird zugenommen, da werden wir eins breiter und wir werden immer paarweise breiter, das heißt, da wird auch wieder zugenommen. Dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, weil wir zeichnen ja nur jede zweite Reihe, das sind dann 8 und da wird auch wieder zugenommen. So, und dann wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, so, und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so. Die Maschen hier, die sind ja alle noch nicht da, die werden ja erst noch zugenommen. Das heißt, die gibt es noch gar nicht. Und das ist so ein Musterkeil. Und in diesem Musterkeil könnt ihr jetzt jedes Muster unterbringen, was ihr wollt. Ihr könnt beispielsweise ein Lochmuster machen. Dann müssen wir das so machen. Dann haben wir hier die Abnahmen. Da. Das ist dann eine Dreierabnahme.
Nun lassen wir von mir aus eine Reihe frei und dann geht es hier mit den nächsten Löchern weiter. So. Haben wir hier wieder eine Dreierabnahme, denn ich muss für die abnehmen. Das heißt, hier ist ein Dreier. Und da ist Abnahme, 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 Abnahme. Wenn ihr das so macht, bekommt ihr insgesamt, weil ihr müsst euch das nebeneinander denken, dann ist eure Rundpasse, wenn ihr die so habt, hier, dann bekommt ihr dort mit den Löchern so ein Zackenmuster rein, was immer breiter wird. Ist auch schon ganz apart, kann man natürlich jederzeit prima auslaufen lassen. Jetzt kann man hier, jetzt seht ihr, wir müssen hier ja breiter werden. Wir können diese Zunahmen halt auch verschieben, wenn wir die hier eins runtersetzen, wenn wir die quasi hier hinsetzen und die halt auch mal eins runtersetzen, dann lassen wir hier einfach diese Abnahme weg. So, wenn wir die weglassen, dann haben wir durch die beiden Löcher ja zwei Maschen zugenommen. Zwar dann natürlich eins vorher, aber ich kann die halt auch um eine Reihe verschieben. Und dann habe ich, oh Wunder, natürlich genau meine zwei zugenommenen Maschen, weil ich hier die zwei Löcher gestrickt habe und keine passende Abnahme dazu. Das geht bei Lochmustern prima, bei Ferrailmustern müsst ihr natürlich die Abnahme immer stricken und dort am besten eine Abnahme, die natürlich am besten direkt unsichtbar ist, also sowas wie eine tiefer gestochene oder eine Crazy KFB. So. Und hier geht es dann weiter. Wie ihr seht, wenn wir das hier eins runternehmen, geht es noch nicht auf, aber ich kann hier, da habe ich hier dann den Dreier, ich kann hier, da habe ich hier dann keinen, doch habe ich hier den Dreier. Ich kann hier die Zunahme weglassen, also die Abnahme weglassen, hier, dann habe ich die da oben und dann muss ich die natürlich auch hier weglassen, die Abnahme. Und dann habe ich diese Maschen hier. So. So funktioniert das. So, ihr müsst euch also eure Rundpasse zunächst erst einmal berechnen, eure Zunahmestellen aussuchen, wie viele das sind. Dann wisst ihr, mit wie vielen Maschen ihr anfangt. Und dann könnt ihr euch auch auf die Art und Weise, weil ihr wisst, wie oft zugenommen werden muss, ein solches Muster zeichnen. Und bei dem Muster am besten Karo-Papier nehmen und wild drin rumzeichnen. Ihr könnt hier zum Beispiel, wenn wir das mal hier nur stilisieren, ohne dass wir jetzt hier auf Reihen achten, könnt ihr euch natürlich hier auch ein Blatt reinzeichnen. Wenn man so Ferrail machen möchte, dann ist es hier ein kleineres Blatt und da wird es ein größeres Blatt. Da müsst ihr einfach mal eure Musterbücher befragen und hier an der Seite brauchst du natürlich mal ein bisschen Füllstoff, damit das aufgeht. Dort einfach wirklich eure Musterbücher befragen oder schaut auch mal im Crazy Mosaik Dreieckstücherbuch, da sind natürlich auch viele schöne Mosaikmuster, die man beispielsweise auch hier unterbringen kann. Man muss halt eben nur diesen Rahmen drauflegen, den hier. Und dann muss man sich seine Zunahmen einzeichnen. Also das ist natürlich die fortgeschrittene Variante mit Streifen und mit Ringeln. Wenn wir jetzt hier einfach Ringel einsetzen, sieht die Rundpasse natürlich auch schon sehr schön aus. Und wenn man jede zweite Runde bzw. die Runden, die man mit der Kontrastfarbe strickt, dann auch noch glatt links strickt, also die Grundfarbe glatt rechts und die Ringel mit der Kontrastfarbe glatt links, dann bekommt das natürlich noch einen schönen strukturigen Effekt. Wenn ich meine Rundpasse fertig habe, hier, wenn ich die berechnet habe, wenn ich fertig habe und wenn die passt, wenn die bis unterm Arm ist, also hier, das hier muss unter den Armen sein, ja, also das muss bequem unter den Armen zugehen und hier müsst ihr natürlich den Körper haben, die Körperbreite und dann ergeben sich natürlich auch die Ärmel daraus. Wenn das also passt, wenn ich hier an diesem Punkt unter den Armen angekommen bin, dann legt ihr die Armmaschen wieder still und dann strickt ihr über eure Körpermaschen euren Körper und euren Pulli in der gewünschten Länge weiter. Da. Und dann natürlich am Ende halt auch eure Ärmel mit oder ohne Abnahmen, je nachdem, wie ihr wollt. Also das heißt, der Ärmel wird dann natürlich separat fertig gestrickt. Und hier muss das genau wie beim Raglan-Pulli auch genau unter den Armen ankommen. Wenn ihr unter den Armen ankommt, dann wird geteilt. Ärmel vom Körper und dann wird einfach fertig gestrickt. Ist also kein Hexenwerk, so eine Rundpasse und ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Pulli.
Und vor allen Dingen einer, der auch immer gut passt. Und ich hoffe, ich konnte dir das jetzt gut erklären und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.